meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Update. Update Nummer Uno. Und zwar der 7.5. eigentlich hatte ich das Projekt. Der Start war der 25.3. Und komischerweise habe ich das jetzt verzögert. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall kommt das zweite Update. Ich habe noch kein Update, bin ich der Meinung, gemacht, weil ich noch gar nicht dazu kam. Also von daher, ich habe jetzt gerade meine Updates abgearbeitet. Und wir starten mit dem Silber-Shampoo. Das ist tatsächlich leer geworden. Da habe ich ganze 203 Gramm aufgebraucht. Ich bin ganz froh. Ich fand es jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Aber ja. Ja, keine Ahnung. Fand ich nicht so, hat mich nicht so inspiriert. Dazu auch das Silber-Spülung. Also das ist ganz, ganz hell, wie man sieht. Das macht nicht viel. Es hat die Haare sauber gemacht. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es so schnell nachfettet wie heute. Also ich habe gestern geduscht und ich schwitze. Meine ganze Foundation verläuft, ja. Meine Hitzeballungen hochziehen. Ich habe vergessen, dass ich meine Periode habe. Da braucht man sich nicht wundern. Dann habe ich ein Produkt, Vandini. Und zwar habe ich da 150 Gramm aufgebraucht. Es ist jetzt ungefähr, ja, wir sehen können... Das muss doch bei jedem Update was rauslaufen und verlaufen und auf meinem Bode und schieß mich tot. So, da ist nicht mehr viel drin. Das werde ich jetzt aufbrauchen und dann ist das leer. Also das ist noch eine Anwendung. Einmal Bodylotion. Ich fand's cool. Also ich mag den Duft und es war tatsächlich auch reichhaltig genug für mich. Es ist ja jetzt nicht mehr so kalt und ich fand's toll. Ich bin froh, dass es dann gehen darf. Das war schwarze Olive und Granatapfel. Der Duft ist echt... Wie Parfümersatz. Wirklich. Also ganz, ganz angenehm. Ich mag das. Ich habe hier schon zwei leere Sachen und ich bin ganz froh. Die landen auch gleich in der Tüte. Dann habe ich, Mensch, Vandini, das habe ich, Coconut. Das ist das hier. Da habe ich ganze 14 Gramm leer gemacht. Da hat meine Tochter da rumgemacht, oder was? Also es wiegt aktuell 35 Gramm. Nee, das war sie. Das ist nicht mal meine Schrift. Das ist leer, auf jeden Fall. Da habe ich einiges leer gemacht. Also es wog vorher 218, hat jetzt 35 Gramm, fast 200 Gramm. Habe ich leer gemacht, wie gut es ist. Ist im Endeffekt scheißegal, wie viel Gramm. Es ist leer. Dann habe ich Bodyöl. Das ist von Dove. Da ist nicht viel raus, wie man sehen kann. Ich habe hier ein Update gemacht. Ne? Erstes Update und das ist so siffig, Leute. Es ist so siffig, weil du fäst es ja doch an, weil es ja doch brauchst irgendwie. Ich bin echt froh, wenn das leer ist. Ich bin echt. Das ist ein einziges Geschmiere. Ich bin ganz froh, dass es so einer mit der Bodylotion ist. Ich habe es versucht, mehrmals zu benutzen, obwohl ich mich echt auf ein paar Bodylotions halt einfach konzentriert habe. Irgendwas, auf irgendwas muss man sich einfach konzentrieren. Aktuell habe ich da einfach nur 15 Gramm leer gemacht. Ja. Ist okay. Und ja, kann man nicht meckern. War okay. Dann habe ich Balea Duschschaum. Ich finde das nicht. Keine Ahnung, wo es zurzeit ist. Es ist verschwunden. Damit rasiere ich mich. Das ist so Limone. Werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ich werde es aktuell jetzt einfach zum Rasieren benutzen, denke ich. Oder auch mich einzuschäumen. Meine Tochter nutzt das auch. Also sie benutzt auch ein paar Sachen davon. Und das ist in Ordnung für mich. Weil wir einfach dann schneller durch sind. Aber sie ist jetzt nicht so diejenige, die das alles verbraucht, sage ich mal. Sondern sie benutzt dann wirklich ganz minimal. Also von daher ist das okay. Und Softdusche von Balea. Da habe ich fast 100 Gramm aufgebraucht, denn die hat 137 Gramm gehabt und wiegt jetzt 42 Gramm. Also ja, bisschen weniger als 100, aber war ganz in Ordnung, fand ich okay. War auch eben so eine Creme-Geschichte, also so Creme-Duschgel, war in Ordnung, habe ich gemocht. Ich habe vergessen, oh, wir tragen, machen einen Live-Test hier mit meiner Fenty-Beauty-Geschichte. Gefällt mir richtig gut, erinnert mich ein bisschen an Love. Hat aber so Schimmerpartikel, sieht ganz, ganz toll aus. Nicht zu matt, bebt überhaupt nicht, aber zieht zu Streifen, wenn man zu viel aufträgt. Also aufpassen. Dann haben wir Aveo Sommerdusche. Das war das pinke Teil. Ja,
Wie man sieht, habe ich davon nichts aufgebraucht. Da ist sogar noch was dazugekommen. 3 Gramm. Ich mag es immer noch nicht so. Ja, ich mag so Gel-Konsistenzen nicht. Und ja, das erst mache ich das Minze leer und dann konzentriere ich. Also ich konzentriere mich immer auf eins. Und dann benutze ich das andere. Dann habe ich hier das Rosenwasser leer gemacht. Da war ja echt nicht mehr viel drin. Ich glaube, ich habe das für 1,80. Ich habe schon vergessen, so oft, wie ich das erwähnt habe. Für 1,80 im türkischen Laden gekauft. Super. Riecht richtig lecker. Ich mag eigentlich Rosenduft nicht, weil ich finde, das riecht immer so nach alter Oma irgendwie unterm Arm. Aber der hat jetzt, ja, riecht ähnlich wie Rosenz, muss ich sagen. Habe ich jetzt keinen Unterschied festgestellt. Da habe ich tatsächlich, also 96 Gramm wog das, 22 Gramm wiegt das jetzt. So, weiter geht's. Aveo Grün. Ja, wie gesagt, da habe ich einen ordentlichen Fortschritt erzielt. Ich habe vergessen, nur mir zu notieren, wie viel es vorher gewogen hat. Aktuell wiegt es 201 Gramm. Und es riecht ein bisschen, irgendwie so ein bisschen eklig. Ich weiß es nicht. Mir gefällt es einfach nicht. Ich finde, das riecht so ein bisschen nach... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen guten Fortschritt erzielt und es ist in Ordnung. So, genau. Da habe ich einiges eben leer gemacht, aber weiß nicht genau, wie viel. Macht jetzt auch nichts. Dann das Deo Gold ist endlich leer. Da habe ich nochmal 48 Gramm leer gemacht. Da kommt immer noch was raus. Das ist unglaublich. Vorher hat es, ja, jetzt 40 Gramm auf jeden Fall leer. Also man hört, es ist nichts mehr drin. Weiß nicht, warum die letzten Sprüher, wenn es liegt, dann kommt da doch noch was raus. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Das war so langlebig. Und es ist jetzt ein etwas, was mich nicht schützt. Deswegen 40 Gramm nochmal aufgebraucht. Das ist in Ordnung. Das hatte ich, glaube ich, 3 Jahre. Normalerweise wäre es 2018 abgelaufen. Da könnt ihr mal sehen, wie lange ich das eigentlich hatte. Und ich habe es echt oft benutzt. Echt oft benutzt. Und es wurde nicht leer und wurde nicht leer. Das hat irgendjemand immer aufgefüllt. Dann haben wir das Isana. Das Isana, da habe ich noch gar nichts benutzt, weil ich mich so konzentriert habe, das leer zu machen. Das von Isana mag ich nicht so. Das ist in Ordnung vom Duft her, schützt mich aber auch nicht, weil es auch ohne Aluminium ist. Meine Tochter darf das dann auch mit benutzen und dann ist es in Ordnung. Wie gesagt, es ist nichts leer. Rexona Stick dafür umso mehr. Ich möchte ihn euch eigentlich ungern euch zeigen, weil er echt ziffig ist. Da habe ich ganze 10 Gramm aufgebraucht. Das ist hier der Rest vom Fest. Also es ist nicht mehr viel drin. Es ist, ja, es ist eklig. Ich hasse es und man hat immer wieder irgendwelche Fussel dran. Aber es schützt dafür, ne? Also da muss man schon wissen, was man möchte. Möchte man geschützt sein? Also ich kann es euch empfehlen, weil es mich einfach schützt. Und es hat auch keine weißen Schlieren bisher hinterlassen. Also wirklich in Ordnung gewesen. Kann ich euch... Ich habe auch keine gelben Rückstände gehabt, also von dem. 10 Gramm aufgebraucht und ich denke, dass sein nächsten Update leer sein soll. Ja, heute ist der 20. Keine Ahnung, warum mein Update so spät kam. Weiß ich nicht, habe ich vergessen, dass ich im April eigentlich eins machen wollte. Jetzt halt in 2 Monaten? Ich weiß es nicht, das wird sicherlich ein längeres Projekt. Ich möchte da schon einiges aufbrauchen, deswegen, ja, macht euch mal sicher, dass ich da einiges mir aufgeschrieben habe. Ja, ihr kennt mich ja, ich liebe Projekte und ich finde es cool. Dann haben wir Richmond Shampoo. Das ist das gute Stück, da habe ich kein einziges, doch, 2 Gramm aufgebraucht, obwohl ich es mal verwendet habe. Das riecht ganz, ganz toll und wie gesagt, ich möchte es aufbrauchen, weil ich es einfach mich verwöhnen möchte damit und ja, also es ist, ich dachte erst so ultra brünett, keine Ahnung, weil es so braun ist. Kennt ihr das, wenn im Kopf irgendwas so, wenn man sieht und denkt, ja, für braunes Haar, aber es ist auch für blondes Haar, soll einfach nur Schein machen. Da habe ich ganze 2 Gramm aufgebraucht. Hey. Dann haben wir Nivea. Gesichtswasser, das ist das hier. Da habe ich ein bisschen leer, 4 Gramm. Ich hatte mich auf das Rosenwasser konzentriert und dann hatte ich noch ein anderes Wässerchen und dann hatte ich noch dieses Wässerchen und dann wollte ich das noch ausprobieren. Deswegen, aber ich denke, nächsten Monat wird das schon Platz sein, weil das ist mein einziges Wässerchen jetzt und dann ist gut. Ah ja, genau, denn ich habe noch dieses Wässerchen, Douglas Wässerchen, was? Gesichtswasser? Karotche, habe ich es leer gemacht und da habe ich ganze 23 Gramm aufgebraucht. Ne, Quatsch, jetzt wiegt es 38 Gramm leer gemacht. Ich sehe, da ist noch was. Aber gut, es ist jetzt bam bam für mich. Es ist, ja, es ist nichts, es würde ich mir nicht nachkaufen. Fertig.
Dann haben wir das Coffee, das habe ich kein einziges Mal benutzt. Das ist das hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt benutzen würde. Keine Ahnung, ist halt mal da drin. Danach fliegt es raus. Boss Designs. Ja, das habe ich auch benutzt, weil ich das sehr, sehr liebe. Aber ich gehe damit trotzdem noch sparsam um. Denn da habe ich nur 10 Gramm aufgebraucht. Ich habe mich damit, glaube ich, 2-mal geduscht und es genossen. Extra für meinen Schatzi habe ich mich frisch gemacht. Und damit, weil ich finde den Duft einfach herrlich. Ich liebe ihn. Oh, ich wünsche mir das Parfüm auf jeden Fall. Und ich werde es mir auch gönnen irgendwann, wenn ich mal irgendwas leer mache oder im Lotto gewinne oder sonst was. Nee, schon davor, das wird nämlich nie passieren. Eben wie gesagt, 10 Gramm leer gemacht. Dann haben wir Vandini Klein. Das ist auch eine Bodylotion gewesen oder Bodybalsam. Es ist nicht alles dasselbe. Das war auch nur zur Hälfte voll. Das roch ganz, ganz exotisch irgendwie. Das roch echt exotisch. Das, aber nicht nach Ingwer. Ich fand nicht, dass es so nach Ingwer gerochen hat, ab in die Fresse. Das hat 49 Gramm verloren, ja. Denn jetzt wiegt es aktuell nur 17. Und ja, es ist leer. Ich habe es gefeiert. Ich liebe es. Ich liebe mich einzucremen eigentlich, obwohl ich es hasse. Ich hasse es, dass es mir ein bisschen Zeit raubt, ja, dass ich nicht gleich mich anziehen kann. Wenn ich mich geduscht habe, lasse ich erstmal einen Bademantel, weil ich es einfach genieße, mich nicht gleich hektisch anzuziehen oder sonst was. Dann ist es okay. Dann ein Produkt, was ich eigentlich mit reinnehmen wollte, aber aussortieren werde. Das habe ich vergessen. Das wollte ich ins andere Aufgebraucht machen. Ich schmeiße nämlich die ganzen Produkte nochmal ins Aufgebraucht und zeige euch das dann. Weil ich nicht weiß, was ich euch gezeigt habe und was nicht. Das werde ich dann noch dazu sagen. Dann hatten wir die Mary Kay Handcreme. Die habe ich, glaube ich, leer gemacht. Die habe ich euch schon letzten Monat im Aufgebraucht gezeigt und habe sie dann weggeschmissen. Ist doch klar, ne? Weil die Düse ist hier leer. Was soll ich dazu sagen? Sie war toll. Sie war in Ordnung, sag ich mal. Ich würde trotzdem kein Geld für Mary Kay ausgeben. Ich feiere es nicht so. Es gibt Leute, die feiern das und die sollen es auch feiern. Und die sollen glücklich sein und jeder soll das kaufen, was er möchte. Und jeden unterstützen, den er möchte. Ich möchte es nicht und ich werde es auch nicht machen. Dann haben wir diese SR-Creme. Dann stelle ich das mal dahin. Das, ich zeige euch einfach die Produkte, die ich gar nicht benutzt habe. Das sind nämlich so einige. Zum einen habe ich von Balea das hier kein einziges Mal benutzt. Das wiegt genauso viel wie vorher. Dann habe ich das von Victoria's Secret nicht benutzt. Dann habe ich das hier von Escada nicht benutzt. Dann habe ich das hier nicht benutzt. Dann habe ich das hier nicht benutzt. Und auch die Fußcreme bin ich der Meinung nicht benutzt. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind diese Sachen neu reingekommen und unbenutzt noch. Dann habe ich noch mit reingenommen, das habt ihr ja gesehen, Balea. Das wiegt genauso viel wie vorher. Dann habe ich das gelbe Duschgel mit reingenommen, weil ich einfach, ja, ich möchte mich da einfach dran machen. Ich habe 2 Pullen. Ich mag eigentlich Honig nicht so, das wisst ihr. Aber ich finde, manchmal entwickelt sich das einfach viel, viel besser in der Dusche. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich die Haut weicher macht. Ich habe es noch nicht getestet, aber es riecht so. Und ich mag die Marke und ich mag das Design und ich möchte, dass es klappt. Wenn nicht, natürlich werde ich das andere abgeben. Aber ich glaube, meine Tochter mag das auch. Ich habe keine Ahnung. Das wiegt aktuell auf jeden Fall 268 Gramm. Douglas Body Lotion habe ich auch nicht benutzt, wiegt aktuell 172 Gramm. Cien Nachtpflege ist für mich dieses Classic Cream. Ja, den möchte ich jetzt leer machen, weil ich einfach eine tolle Nachtcreme habe. Von meinen süßen Emine bekommen und von der Betül. Und ich mag diese Nachtcreme wirklich gerne und möchte diese dafür leer machen. Und die Cien hat gerade aktuell noch 56 Gramm. Das Parfüm wiegt 141 Gramm. Und ich werde das mir ins Auto legen. Und auch manchmal so. Sprühe ich einfach, weil ich es mag. Ich mag den Duft. Ich mag, wenn es gut riecht. Aber das riecht nicht mehr so gut. Also an mir will ich es nicht mehr. Aber fürs Auto ist es optimal. Manchmal sprühe ich auch in die Anlage da, wo die Luft rauskommt. Ich habe kein neues Auto. Deswegen ist das kein Problem, wenn das da alles da verklebt. Hätte ich jetzt einen neuen BMW oder einen neuen Audi oder was weiß ich was, einen neuen Ford Fiesta, wäre das alles kein Thema. Dann würde ich so einen Scheiß auch nicht machen. Aber mein Auto, ich müsste wahrscheinlich noch jemanden bezahlen dafür, dass er das Auto kauft, ja? Ja, genau.
Und ich bin aber glücklich mit meinem Auto. Ich liebe mein Auto. Mein Auto war zweimal zuverlässig in Hamburg mit mir. Also, wie kann man sein Auto nicht lieben? Ja, dann habe ich mit reingenommen Nivea Handcreme. Nivea Soft, genau. Hier, es sind ein paar Sachen irgendwie nicht richtig draufgeschrieben. Nivea Soft wiegt 41 Gramm. Die wird jetzt auch platt gemacht. Wie gesagt, da ist nicht mal viel drin. Manchmal creme ich damit nachts mein Gesicht ein, manchmal meine Oberarme. Also es ist je nachdem was. Ich habe aber die Creme verwechselt und wollte eigentlich den Tiegel holen, der so ein bisschen Nivea, anderes Nivea, anderen Tiegel, der so ein bisschen geht, wo die Creme, wo ich mal so geschwärmt habe. Dann haben wir das hier noch. Das kann ich jetzt gerade nicht finden. Na doch. Vital Eis habe ich da noch. Das hier, das möchte ich leer machen, weil es mir einfach nicht gefällt. Und das geht ja so hoch. Emine, der Stift übrigens ist auch von euch. Der ist richtig gut für Markierungen. Das ist so ein Tattoo-Liner. Fast hätte ich ihn ja als Augenbrauenstift genutzt. So sieht es aus. Also das zieht sich ja so hoch. Ich mag die Creme nicht. Die bebt so unter dein Auge. Und es ist eigentlich für mich echt nur für die Nacht möglich. Denn ja, es bebt so und ich habe nicht das Gefühl, dass es so reichhaltig ist, sondern einfach nur klebrig. Und ich mag kein klebriges Gefühl auf meinem Gesicht. Ich möchte das einfach gesettet sein. Ja, genau, deswegen darf das auch platt gemacht werden. Und das wiegt aktuell 26 Grad. Ja, ich habe 26. Ich habe 36 Grad sogar in meine Birne. 26 Gramm. Ja, diese Creme habe ich auch noch nicht benutzt. Die wandert auch mit in meiner Handtasche. Die liegt eigentlich aktuell in meiner Handtasche. Ich verstehe hier gar nichts mehr, Leute. Also, ich habe Shampoo ins Projekt mit reingenommen. Ich habe von Ghoul noch welches. Ich habe das über den Kopf jetzt gewogen. Also gemessen, meine ich. Das Shampoo wiegt 120 Gramm. Das Winter... Spülung, das hat mir die liebe Niki zugeschickt, finde ich jetzt tatsächlich echt zu reichhaltig, deswegen schnell leer machen, weil sonst steht das wieder ein halbes Jahr rum, bis der Winter dann antritt. Nee, was mich ein bisschen, das riecht unheimlich lecker nach Mandeln oder Nüssen, so richtig, richtig winterlich, ja. Und richtig, ich mache das einfach als Maske oder als Spülung einfach. Ich mache eh also Spülungen ganz anders da vielleicht wie ihr rein. Ich schmier mir da drauf und dusche es sofort ab. Ich möchte keine lange Einwirkzeit, weil ich nicht möchte, dass meine Haare zu weich werden. Die macht super weiche Haare und dadurch fetten sie halt wie Wahnsinn. Ich schmier es mir nicht hier hin. Nein, nein, nein. Nur hier unten, aber trotzdem. Das gelangt dann und ich bin Kopfschwitzer, das wird nichts. Dann haben wir Ghoul Spülung, 79 Gramm. Isay habe ich nochmal mit reingenommen, weil ich einfach das Parfüm doppelt da habe. Ich brauche die Bodylotion nicht. Aktuell wiegt das auch. Wiegt das? Ja, aktuell ist da bei der schwarzen Markierung der Start. Es ist nicht mehr viel drin. Ich werde die Zeit genießen, auf jeden Fall. Es ist das Beste, was mir hätte passieren können, dass ich diesen Duft für mich entdeckt habe. Es kann sein, dass es in 5 Jahren nichts mehr für mich ist oder nächstes Jahr. Aber im Moment liebe ich das Parfüm auch. Ich sprühe mich super gerne damit an. Von daher Bombe. Ja, was habe ich noch zu bieten hier? Eigentlich habe ich ja Balea Gold, hat 111, Handcreme, Escada, Fußgel, das habe ich alles aufgeschrieben. Ich werde euch lieber sagen im dritten Update dann. Na, wir haben jetzt am 19. gewogen, am 19.06. werde ich dann wieder ein Update machen. Ich glaube auch, dass ich am 6. Ich habe einfach das Update vergessen, ne? Also gut, hat sich jetzt über einen Monat verzögert fast, aber ja. Dann ist es halt ein zweimonatiges Update, das geht ja nicht vorbei. Das, ich mache jetzt alle Dinge mal weg hier, das nervt mich nämlich. Ich kann hier nämlich kaum frei bewegen. Ach so, ich habe noch insgesamt 21 Masken. Ja, 21 Masken. Ich habe verschiedenste Masken aus verschiedensten Kategorien und auch so Drops. Die habe ich noch mit reingenommen und so einzelne Sachets habe ich gezählt. Also das hier ist zum Beispiel für mich 2 Anwendungen.
zwei Masken also gezählt. Das ist zum Beispiel eine Anwendung. Das zählt auch nur als eine Anwendung. Ne? Das sind insgesamt 21 Stück. Bis auf das hier habe ich nicht mitgezählt, aber ja. Und ich möchte das hier bis nächsten Update zur Hälfte reduzieren. Ich möchte mich einfach an die Masken ranmachen. Ich bin ein bisschen faul. Ich merke das. Ich denke so, ach nö, da muss ich sie wieder abwaschen in 10 Minuten. Wobei 10 Minuten so schnell vorbeigehen. Aber das ist halt. So, jetzt hoffe ich, dass das Update euch gefallen hat. Ich zähle mal, wie viel ich platt gemacht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Produkte habe ich aufgebraucht. Und ja, ist ein okayer Durchschnitt, denke ich mal. Die waren ja recht voll. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao!